Psalm 34, David schrieb diesen Psalm, als er in Schwierigkeiten war. Saul hat sich gerade überlegt, den David, den mache ich kalt. Man hat ihn verfolgt und David ist davon gelaufen. Aber wir lesen jetzt das nicht alles, wir gehen auf diese Begebenheit auch nicht wirklich ein. Ich möchte nur einen Satz lesen, der zu uns sprechen soll, nämlich Vers 6. Sie blickten auf ihn und strahlten, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Er hat mich an Mose erinnert, der in der Konferenz, in der 40-tägigen Konferenz im Himmel, nicht im Himmel, auf dem Sinai, es war himmlische Atmosphäre, aber es war nicht der Himmel, es war der Sinai, mit Gott verbracht hat und Gott gesehen hat. Und als er dann die Herrlichkeit verlassen hat, hat sein Angesicht geleuchtet. Habt ihr das schon mal gelesen? Nein, Paulus schreibt darüber auch im Galaterbrief. Und ich möchte es heute Morgen aufgreifen und möchte sagen, wenn wir, du und ich, auf Jesus schauen, dann tun wir dasselbe. Wir beginnen zu strahlen. Und wenn wir zu jemandem sagen oder über jemanden sagen, der hat mich angestrahlt, aber die strahlt, aber denken wir an eine Reflexion eines positiven, guten Innenzustands, dann lächelt die Person, weil sie guten Mutes ist. Sag mal jemand Amen. Okay. Ich lese vielleicht mal Vers 5 auch noch. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Sie, das sind die Suche des Herrn, blickten auf ihn, das ist der Herr, und strahlten. Oder man kann es auch übersetzen, andere haben das übersetzt, zum Beispiel die Septuaginta, die griechische Übersetzung aus dem Hebräischen, aus der Jesus zitiert hat zum Beispiel und auch die Apostel. Blickt auf ihn und strahlt. Klingt auch gut. Okay, wenn wir auf Jesus schauen, ist meine Behauptung, dann verändert uns das, dann gibt uns das eine neue Identität und dann werden wir auch nicht beschämt. Es geht hier nämlich weiter. Sie blicken auf ihn und erstrahlten und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Beschämt wirst du, wenn was nicht klappt. Ja, beschämt wirst du, wenn man dich eines Fehlers überführt wegen mir. Oder ganz allgemein dich halt in die Stiefel stellt. Der Herr sagt, oder David sagt hier, blickt auf ihn und dann setzt sich Segen in euer Leben frei. In Matthäus 14, in den Versen 19 und so, da läuft Petrus auf dem Wasser. Und da heißt es dann, als Petrus auf dem Wasser, oder er ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Wenn ich auf etwas zugehe, dann muss ich das, auf was ich zugehe, mindestens anschauen. Ich muss mir dessen bewusst sein. Petrus schaut Jesus an und in dieser Zeit läuft er aus dem Wasser. Er ist ein Wasserläufer, solange er auf Jesus schaut. Und dann geht es weiter in Vers 29, Matthäus 14, 29. Als er den Wind sah, begann er sich zu fürchten und zu sinken. Und dann hat er gebrüllt, Herr, rette mich. Aber dann war der Herr schon vor ihm, ja, als er gerade so in den Wellen verschwinden wollte, hat er Füße vor sich gesehen. Ja, so quasi auf Gesichtshöhe, auf Augenhöhe. Und Jesus hat ihn gepackt und rausgezogen, hat ihn gerettet und hat ihn dann getadelt wegen seines Kleinglaubens. Solange Petrus auf Jesus geblickt hat, hat er Dinge getan, die er eigentlich gar nicht tun konnte. In dem Hebräerbrief in Kapitel 12, da heißt es, ich lese euch das auch mal vor. Also im Moment geht es um Blickwinkel, Blickrichtungen, habt ihr das gemerkt? Hebräer Kapitel 12, da heißt es jetzt, lasst uns, ich lese nur den letzten Teil hier, mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, das ist unser Leben, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Indem wir hinschauen auf Jesus, kannst du aber eigentlich anders da auch übersetzen, nämlich wegschauend auf Jesus. Das heißt, wegschauend von allem anderen, von deinen Umständen, von den Leuten um dich herum, von deinen Möglichkeiten, wegschauen auf Jesus. Das heißt, hier wirklich, wörtlich übersetzt heißt es hier, wegschauend quasi von allem anderen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also wir haben hier einen Auftrag und eine Verheißung, dass es gut mit uns wird, dass wir anfangen werden zu strahlen, wenn wir auf Jesus schauen. Und es ist natürlich die Frage, wie schaue ich auf jemanden, der unsichtbar ist? Ja,
Gute Frage. Nein, wir haben jetzt das Wort Gottes und da sollen wir auf Jesus schauen. Wir sollen nachschauen, wie ist es denn ihm ergangen? Wie hat seine Familie auf ihn reagiert? Hat seine Familie immer gut auf ihn reagiert? Nee, manchmal hast du gedacht, seine Familie sind seine Feinde. Seine Familie hat versucht, ihn in unmögliche Situationen hineinzubringen. Wenn du der Messias bist oder was Besonderes, Messias haben sie sich auch nicht zu sagen getraut, in Johannes 7. Wenn du was bist, ja, dann geh auf nach Jerusalem aufs Fest und da gibt es doch mal eine Kundgebung, dann schauen wir mal, was läuft. Aber es war noch nicht seine Zeit, heißt es da. Als aber dann der Vater ihm gezeigt hat, jetzt kannst du gehen, ist er gegangen und hat dort tatsächlich Zeichen und Wunder getan. Nun gut, so die Familie war ab und zu ein Hinderungsgrund für ihn, ja, oder ein Ballast für ihn, sehen wir es mal so. Seine Freunde, als Jesus mal wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz dringend Freunde gebraucht hat. Es gibt Situationen, wo der Mensch wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz dringend Freunde braucht. Und wisst ihr was? Die stehen genau dann nicht zur Verfügung oder machen etwas Entscheidendes falsch. Wie bei Jesus nämlich auch. Sie haben nicht verstanden, dass er jetzt ans Kreuz muss. Sie haben sich gedacht, Mensch, was hat er denn? Wir sind müde. Morgen ist auch ein Tag. Warum beten wir nicht morgen? Warum ist er so nervös? Warum ist er so ängstlich in Gethsemane? Ihr wisst schon. Was ist los mit ihm? Was ist los mit ihm? Hat er irgendwie die Perspektive verloren? Ist er sonst immer so gut drauf? Normalerweise zieht er uns hoch und jetzt sagt er, zieht mich mal hoch, betet mit mir, betet für mich. Was ist los mit ihm? Verstehst du das? Johannes, ne, ich auch nicht. Also gut, wir beten mit ihm. Und das dreimal hintereinander. Dreimal. Und was macht Jesus? Ihr Säcke! Was macht ihr? Wenn man euch mal braucht, seid ihr nicht da. Das macht er nicht. Er sagt, nun gut. So ruht denn aus, schlaft denn und ruht aus. In anderen Worten, es haut ihn nicht um. Denn wisst ihr, es ist nämlich so, dass Jesus ein bisschen weggeht von ihnen, ihnen nicht allzu sehr vertraut, ja, und dort allein betet und dort begegnet ihm dann Unterstützung von einem Ort, der ihn nie im Stich lässt. Oh, Halleluja. So, wir sehen also, wenn wir Jesus anblicken, dass er nicht immer nur populär war. Im Gegenteil, die haben Steine auf ihn geworfen. In Jerusalem zum Beispiel mal, ja, Johannes Kapitel 8, da hat er gepredigt und das haben sie nicht gemocht. Und wer bist du? Du lästerst Gott, dass du dich den Sohn Gottes nennst, ja. Und Jesus diskutiert ein bisschen hin und her. Ja, viele gute Werke von meinem Vater habe ich euch gezeigt. Ich habe Zeichen und Wunder getan. Wer kann die sonst noch tun? Wer kann solche Dinge tun, außer jemand, mit dem Gott ist? Und ich behaupte, ich bin der Sohn Gottes. Nein, nein, außerdem hast du das am Sabbat gemacht. Sabbat ist heilig, am Sabbat darf man nicht arbeiten. Mose hat geboten, wir sollen steinigen, die am Sabbat arbeiten. Leute, sagt Jesus, ich habe doch nichts gemacht. Gott hat den geheilt. Nein, du hast umsonst. Ja. Und dann haben sie zum Schluss Steine genommen und haben sie ihm auf ihn werfen wollen. Jesus hat sich verborgen vor ihnen. Kapitel 8, letzter Vers. Johannes Kapitel 9, erster Vers. Und er ging mit seinen Jüngern die Straße entlang und da sehen sie einen Blinden. Herr, wer hat gesündigt? Der oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Versteht ihr? Das konnte ja sein, dass der blind geboren wurde, weil er im Mutterleib schon gesündigt hat oder was weiß ich was. Und Jesus sagt, ach, macht euch da mal nicht verrückt, deswegen, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Das sagt der Mann, den sie gerade steinigen wollten. Klingt der belastet? Klingt der irgendwie fertig mit der Welt? Klingt der, ich brauche jetzt mal dringend Seelsorge, der Pastor hat mich nicht gegrüßt. Nö, den haben sie steinigen wollen. Und Jesus kommt und sagt, ich bin das Licht der Welt, solange ich in der Welt bin, solange ist Gott in der Welt. Lasst uns was für den Mann tun. Und dann spuckt er auf den Boden, macht Teig, batscht rum, versteht ihr, das ist ja so total normal, ja? Schmiert diesen Teig dann auf die Augen des Mannes, reibt so schön rein und sagt, so, und jetzt gehst du und wäschst dich. Woher? Am Teich Siloah. Bin blind, kannst du mir ungefähr zeigen, wo der ist? Na, Jesus dreht ihn in die richtige Richtung und sagt, da gehst du lang. Und dann tappt der Mann da entlang und er tut, was Jesus sagt und er wäscht sich und er kommt sehend. Und statt dass die religiösen Menschen seiner Zeit begeistert sind, ja, wir haben uns getäuscht. Jesus muss doch irgendwie einen Bund mit Gott haben oder so. Was ist da nur los? Sagen sie, du bist auch nicht von Gott, weil du dich heilen hast lassen am Sabbat so ungefähr.
Versteht ihr? Denen konnte man nichts recht machen. Es gibt Menschen, denen kannst du nichts recht machen. Wie hat Jesus die behandelt? Wie ist Jesus mit denen umgegangen? Er hat sie sich selber überlassen. Er ist hingegangen zu denen, denen er helfen konnte. Preis dem Herrn. So, denk also nicht, dass wenn du im vollkommenen, hundertprozentigen Willen Gottes bist, dass dich dann alle lieben und dich beklatschen. Wird nicht der Fall sein. Vielmehr ist es so, dass wenn du auf Jesus schaust, du innerlich an der Kraft gewinnst, dass dir diese ganzen Anfeindungen nichts mehr ausmachen. Und Leute, das ist eine revolutionäre Aussage, weil die meisten Menschen sind nämlich relativ dünnfällig. Bis auf mich. Nein, Quatsch, mir geht es natürlich manchmal ganz genauso. Da brauchen wir also eine Absicherung Richtung Gott. Und ich sage jetzt mal was. Diese Absicherung, dieses Gott ist mit mir, egal was die Welt sagt, wer kann gegen mich sein, da musst du das richtige Verhältnis zu Gott haben. Da brauchst du Freimut Gott gegenüber. Und ob du Freimut gegenüber Gott hast oder nicht, das weißt nur du. Es kann ja sein, dass du dich mit, vielleicht nicht mal mit Sünden arrangiert hast, aber mit Dingen, von denen du weißt, dass du sie vielleicht ändern solltest. Ich möchte jetzt mal ganz kurz darauf eingehen, dass wir Freimut brauchen. Freimut, 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 Freimut. Denn du bist frei vom, lass mich vielleicht mal Folgendes machen, lass mich so aufziehen. Wenn du Christ bist, dann bist du eine neue Schöpfung. Dann fällt zunächst einmal der Mist der Welt von dir ab und du wirst von Gott neu gemacht. Du wirst dann hineingesteckt in die Wesensklasse Christi selber. Du bist dann ein Bruder oder eine Schwester des Herrn. Und hast Anteil an seinem Wesen. Okay? Die meisten Menschen sind zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben Sklaven der Sünde. Das ist ganz klar. Wir alle sterben geistlich irgendwann und dann geht es uns nicht mehr so gut. Und dann übernimmt die Fleischlichkeit und dann übernimmt die Sünde die Regentschaft in unserem Leben. Und dann ist es so, dass wir gewohnheitsmäßige Lügner werden. Dann lügen wir sogar, wenn wir gar nicht lügen müssten, wenn die Wahrheit besser wäre für uns. Ich weiß noch, es hat eine Zeit gegeben in meinem Leben als Jugendlicher, da habe ich so gewohnheitsmäßig gelogen. Eine Kollegin, wo ich dort mal gearbeitet habe an dem Ort, hat mir eine Platte gegeben von einer Band, die unbekannt war, ziemlich, ja. Und was die für Musik gemacht haben, das war ziemlich schrammelig. Ich habe mir gedacht, das könnte ich auch fast so gut. Dann hat eine andere Kollegin das mit mir angehört, während der Mittagspause oder so. Und ich habe einfach dreist behauptet, ich habe das von ihrer Platte auf meine Kassette überspielt, hat man damals gemacht, ja, 80er Jahre. Ich habe das dann laufen lassen im Büro und habe dann behauptet, das ist meine Band und das bin ich. Versteht ihr? Voll der Blödsinn, warum habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Von anderen weiß ich, das waren solche Elstern, das waren solche Diebe, alles was nicht und nied- und nagelfest war, haben die mitgenommen. Aber schau, Leute machen sich einen Sport draus, Mädels flach zu legen, ja, am Wochenende. Und jetzt plötzlich kommt so eine Person in Verbindung mit Gott, wird von neuem geboren, findet zum Herrn und hat ein neues Leben, neues Wesen in sich, das Leben Christi. Und schau, Römer Kapitel 8, Vers 1, da ist keine Verdammnis für die in Christus Jesus, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, das Gesetz Christus in dir, hat uns frei gemacht, sag mal frei gemacht, vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz der Sünde und des Todes, der Zwang zu lügen, der Zwang zu klauen, der Zwang flach zu legen, der Zwang sich zu besaufen, Drogen zu nehmen, diese Dinge, zu fliehen. Ja? Das ist das Gesetz von Sünde und Tod. Und jetzt plötzlich ist jemand im alten Lebensstil noch, aber hat eine neue Natur. Und mir ging es zumindest so. Ich stehe da und bin wieder dabei, irgendeine Lüge zu erzählen und plötzlich stelle ich fest, hey, was mache ich hier für einen Quatsch? Was erzähle ich für einen Blödsinn? Und ich sage dann zu der Person, hey, weißt du was, ich dir jetzt erzählt habe, das vergisst du einfach. Ich bin weggegangen und habe gedacht, was war jetzt? Hat überhaupt keinen Spaß gemacht, war überhaupt nicht mehr gut. Versteht ihr, der Lügengeist war weg.
Der Geist des Christus meint mir drinnen. Oder der Dieb, an den ich gerade denke, ja, der fährt mit seinem Auto rum und sieht beim zweiten Mal, als er vorbeikommt, er sieht da eine schöne Planke vor einem Umzugswagen liegen oder was auch immer für ein Wagen das war. Und er hat sich gedacht, das ist aber mal eine schöne Planke, ja. Und fährt nun mal hin, kein Mensch da. Steigt aus, räumt das Ding ein, zack, und fährt weg. Beute gemacht. Ja? Und er fährt weiter und er stellt fest, was habe ich gemacht? Ich habe was geklaut. Sollte ich eigentlich nicht machen. Könnte nicht mir. Man will das Ding heimtun, dieses Brett, aber dieses Brett ist radioaktiv. Er kann es nicht anfassen, er will es nicht mehr haben. Also was macht er? Er setzt sich wieder in sein Auto, fährt wieder hin an den Ort, an dem er es geklaut hat und lädt dieses Brett wieder aus, legt es hin und fährt fort. Leute, das ist es, was der Christus mit den Leuten macht. Oder der Typi, ja, der legt ein Mädel flach, wacht am nächsten Morgen auf und denkt sich, eine Fremde, jetzt schaut sie auch nicht mehr so gut aus wie gestern Abend. Was mache ich hier? Was will ich hier? Bin ich blöd oder was? Na, normalerweise hat er dann vielleicht schon einen Wodka in der Früh getrunken. Er nippt und stellt fest, was mache ich hier? Ich trinke Alkohol am Morgen. Bin ich blöd oder was? Er kippt das Zeug aus und hat keine Lust mehr auf so Sachen. Schau, das ist das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Das ist wunderbar. Und dieses Gesetz gilt für dich, wenn Christus in dir lebt. Na, das ist super, das ist befreiend. Du bist frei. Drogen fallen von dir ab. Lustzwänge fallen von dir ab. Süchte fallen von dir ab. Alle diese Dinge fallen von dir ab und du bist frei. Das ist wunderbar. Aber jetzt passiert was, schau. Der Mensch denkt sich, das ist ja wunderbar. Aber dann gewöhnt er sich irgendwann an dieses geregelte Leben und an den Segen des Herrn in seinem Leben. Und das ist eine gefährliche Situation. Denn in dem Moment beginnt er, Kompromissli zu machen. Kleine Kompromisse. Er rutscht wieder ein wenig zurück in sein altes Handeln. Das Konträr ist der Natur Christi gegenüber. Ja? Er trinkt wieder eine Flasche Wein am Tag, weil es war schwer auf der Arbeit und der Mann oder die Frau sind schwierig und die Kinder sind schwierig und die Eltern sind schwierig und überhaupt ist alles schwierig. Braucht man ein Trösterchen. Also glucke da halt seinen Wein. Ja. Wisst ihr, das ist vielleicht noch nicht einmal eine Sünde. Ich meine, der Herr hat ein großes Herz und du und ich auch. Ja, aber gleichzeitig weiß diese Person, die das macht, eigentlich, ne? Eigentlich ist es nicht so prickelnd für den Herrn. Eigentlich sollte ich nicht mit leichter Schlagseite jeden Abend ins Bett gehen, mich an der Wand entlang tasten. Oder diese Flirterei da mit dieser heißen neuen Rezeptionistin. Das Mittagessen verbringen mit ihr ist vielleicht nicht so gut, ja. Du solltest vielleicht an diese Dinge denken. Was ich sagen will, ist, dass das Zurückrutschen in diese alten Verhaltensweisen, vielleicht doch wieder ein bisschen die Wahrheit hinbiegen, vielleicht doch wieder ein wenig klauen, versteht ihr? Nicht so, dass es wirklich Diebstahl ist, aber halt, dass man es entschuldigen kann. Dieses Zurückrutschen in die alten Verhaltensweisen, das nimmt deiner Freimut im Gebet, deiner Zuversicht, deinem Schauen auf den Herrn, nimmt es die scharfe Kante. Du bist da nicht mehr freimütig. Du kannst da nicht mehr mit Freimut hinzutreten, ja, zum Thron der Gnade, um Hilfe, um Gnade und Hilfe zur rechtzeitigen, also zur rechtzeitigen Barmherzigkeit, zur rechtzeitigen Hilfe zu erlangen. Hebräer Kapitel 4. Sondern irgendwie denkst du dir, naja, ob der Herr jetzt mein Gebet hört oder nicht, das ist okay, ist nicht so schlimm, mir geht es ja ganz gut. Aber hör mal zu. Hör mal. Du verschließt dir da durch dein fleischliches Handeln Dimensionen des Segens, von denen du bisher noch nicht zu träumen gewagt hast. Wenn du klare Kante beim Herrn bleibst und ein, ich will nicht sagen ein asketisches Leben, will ich überhaupt nicht sagen, aber ein Leben der Mäßigung lebst, ja, statt 6 Tage in der Woche Alkohol trinken und an einem nicht, du musst es einfach andersrum machen. Du trinkst 6 Tage lang nichts, aber an einem. Das maximal, das bringst dem Herrn ein wenig als Opfer und sagst, Herr, ich mache das jetzt einfach, ich mache das, weil ich Freimut dir gegenüber haben möchte. Herr, ich versuche einfach, dir zu gefallen, du versuchst, Gott zu gefallen, du tust Dinge, von denen du eigentlich weißt, dass der Herr sie gern möchte. Ja?
Du beschneidest deine Weltlichkeit und deine Fleischlichkeit ein wenig. Du ziehst nicht mehr gewohnheitsmäßig über Hinz und Kunz und sonst jemanden her, sondern du sagst jetzt, ey, es ist wirklich schwer für mich, aber ich mache das jetzt mal nicht. Für bei manchen denken wir, sie leben nur dafür, andere zu verreißen. Also mit scharfem S. Ja. Andere haben wieder andere Probleme. Mein Vorschlag ist, um zuzunehmen an Freimütigkeit heute Morgen, damit du die anfängliche Freiheit nicht wieder verlierst oder wenn du sie verloren hast, dass du sie wieder gewinnst. Die Dinge, dass der Herr spektakuläre Dinge für dich tut, ja? Wenn du schon in einem Kompromisslebensstil drinnen steckst und deinen Mangel an Freimut und die geringen Erhörungen loswerden willst, dann schlage ich vor, dass du Heiligung praktizierst, in Anführungszeichen Heiligung jetzt, weil das klingt so komisch. Was ich meine ist, dass du einfach auf die eine oder andere Weltlichkeit verzichten tust, fasten tust. Einfach nicht mal nicht machst, ja? Einfach dich ein wenig leiden lässt. So wie der Sportler, der auch leidet, wenn er gerade dran ist, aber hinterher sich die nächsten Tage wieder fit und gut fühlt, besser als andere. Ja, und auch nicht denselben Verfall hat wie andere. Halleluja. Um diese Freiheit zu gewinnen, machst du das einfach. Schau, im Jakobus 4,8 heißt es, naht euch Gott und er naht sich zu euch. Wie nahst du dich Gott? Dadurch, dass du auf Gemeindheiten, Trösterbierchen, ja, auf Klatsch und vielleicht auf Geiz und auf diese ganzen Dinge ein wenig verzichtest und dir Jesus als Vorbild nimmst. Jesus als Vorbild nimmst und zu dir selber sagst, auch wenn dich nicht alle beklatschen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nicht nur, weil er lebt mein Erlöser, sondern er ist nicht nur mein Erlöser, erlöst bin ich ja schon. Er ist mein Turboraketen-Durchstartenlasser. Er ist derjenige, der mich hinaufkatapultiert in neue Höhen. Ich bin ein Kind Gottes, über mir ist die Gunst Gottes, über mir geht die Gunst Gottes auf. Wenn irgendjemand Probleme hat, soll er zu mir kommen, weil ich habe Einfluss bei Gott. Diese Kühnheit brauchen wir, dieses in Anführungszeichen demütig arrogante Gelaber brauchen wir. Seid ihr noch da? Ich sage, Mensch, Pastor, du predigst komische Predigten. Nee, das wisst ihr ja. Sag mal mit mir, Freimut schließt Türen des Segens auf. Schau, im Epheser Kapitel 3, Vers 20, da steht allen Ernstes, dass Gott in der Lage ist, über Bitten und Verstehen zu geben. Über Bitten und Begreifen. In anderen Worten, er kann dir Dinge tun, gunsterweise geben, die du jetzt noch überhaupt nicht auf dem Radar hast. Das musst du dir mal vorstellen. Das hat der Herr für dich, diese Dinge hat er für dich, aber dieser Satz geht weiter. Epheser Kapitel 3, Vers 20. Gott ist in der Lage, über Bitten und Verstehen zu geben. Und jetzt kommt's, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Dann weißt du, was die Kraft ist, die in uns wirkt? Das ist der Glaube. Und im Glauben durchstarten zu können, brauchst du Freimut. Da darf nichts zwischen dir und Gott stehen. Ich habe nur eine Schriftstelle aufgeschrieben dazu. Im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 21. Also von Epheser 3, 20 zu 1. Johannes 3, 21. Da heißt es, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Der Apostel Johannes wusste, wir brauchen Freimütigkeit. Arrangier dich jetzt mal bloß nicht mit einem niedrigen Niveau an Gebetserhörungen. Mit diesem jämmerlichen Niveau, auf dem du jetzt rumkrebsen tust. Der Herr hat für dich Überbitten und Verstehen, aber dazu braucht er Freimut von dir. Und diese Freimut, die musst du dir aneignen, dadurch, dass du dir eben die Weltlichkeit verbietest. Du kannst ja einen Deal mit Gott machen. Du kannst sagen, Herr, ich fasse mal das nächste halbe Jahr allen Alkohol. Sagst, ich hätte es eher gedacht, mal 3 Tage oder so. Ja gut, willst du den 3-Tage-Segen oder den Halbjahressegen? Da ist ein Unterschied. Du kannst ja mal ausprobieren. Das ist ja nur ein Vorschlag zur Güte. Ja, irgendwie sowas machst du. Oder du sagst, Herr, ich verdopple jetzt einfach mal mein Geben. Und ich hoffe, es ist nicht von 5 auf 10 Euro, ja. Einfach so, Herr, um einfach dir zu huldigen, dich zu feiern, die Erlösung in dir zu feiern. Das sind aberwitzige Glaubenshandlungen, die du da vornimmst, ja. Und der Herr sagt, Mensch, was haben wir denn da? Da haben wir einen, der glaubt. Ja, halt ich's aus.
Was betet? Der betet gerade. Lass uns mal hören, was der sagt. Ja, natürlich, Kind, selbstverständlich. Und das Ganze machen wir jetzt hoch drei. Du hast mich um einen Segen gebeten und ich gebe dir einen Segen hoch drei. Ihr sagt, das gibt's nicht. Ey Leute, das gibt's sehr wohl. Natürlich gibt's das, sonst würde ich mich nicht trauen, das euch zu predigen. Manchmal kann ich dir mal alles erzählen, ja, was einem passiert, weil das ist nicht gut, habe ich festgestellt. Reaktionen sind unterschiedlich manchmal. Aber der Herr ist ein Erlöser, der dich nicht nur erlösen will, sondern der dich fördern will, der dich voranbringen will. Und da gibt es noch so viel zu sagen, dass ich jetzt einfach am besten mal Schluss mache und von anders weiter. Amen. Okay, was brauchen wir also unbedingt, um durchzudringen, um unserem Glauben so eine richtig schöne, scharfe Schneidekante zu geben, dass wir die Werke des Teufels zerhacken können? Vielen Dank. Freimut. Wer hat Freimut gesagt? Klatschen wir mal. Wisst ihr, was wir da machen? Nicht lang, sondern einfach so. Nur so. Spart Zeit, habe ich gemerkt. Klatschen kann man ja. Aber wenn es immer wieder mal was zu klatschen gibt, kann man einfach so machen. Hat sich's. Kann man weitermachen. Weil sonst kommt die Höflichkeitsklatscherei hier und dann einmal da. Auf die Art und Weise ist das alles ökonomisch. Nun gut, preis dem Herrn. Es gibt noch viel zu sagen. Ich habe noch fast nichts erzählt von dem, was auf meinem Blatt steht. Aber was willst du machen? Wir müssen noch mal schauen, was der Herr nächste Woche sagt. Der Herr meint es gut mit dir. Und jetzt musstest du auch noch gut mit dir meinen. Und auf den Geist setzen, gute Werke tun, beziehungsweise halt im Geist wandeln und nicht im Fleisch. So sehr. Amen. Halleluja. Und jetzt vielleicht noch was. Ich hatte mal einen Freund, das ist wichtig. Ich hatte mal einen Freund, ich meine, das ist immer noch mein Freund, aber ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Seine Frau kam zu mir und hat gemeint, ich war damals noch kein Pastor, der hat gemeint, du musst doch was zu ihm sagen, weil der fastet jetzt das Falsche. Und ich bin dann zu ihm hin und habe gesagt, hey, du kannst jetzt nicht einfach aufhören, weil er musste deine Frau vorher fragen, ob du aufhören kannst. Ihr wisst schon. So, die wollte das nicht, die wollte, dass es weitergeht. Da habe ich gesagt, du musst deiner Frau barmherzig sein. Ja, kannst nicht einfach über ihren Kopf hier entscheiden, sie zu meiden. Und es ist dann alles gut geworden. Amen.